In diesem Video berechnen wir beim rechtwinkligen Dreieck den Flächeninhalt, den Umfang und die Höhe. Gegeben sind alle drei Seiten, die Seite A mit 4,6 cm, die Seite B mit 6,5 cm und die Seite C mit 7,96 cm. Wie immer beginnen wir mit einer Skizze. Bei dieser Skizze wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, dass man sieht, dass die Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks genau die Hälfte eines Rechtecks ist. Ganze Fläche ein Rechteck und die gelb markierte Fläche eben ein rechtwinkliges Dreieck. Daraus leitet sich die Flächeninhaltsformel ab für das rechtwinklige Dreieck. A mal B wäre der Flächeninhalt von einem Rechteck geteilt durch 2, weil wir bei einem rechtwinkligen Dreieck nur die Hälfte brauchen. Im zweiten Schritt ersetzen wir immer die Buchstaben durch Zahlen. A ersetzen wir mit 4,6, B ersetzen wir mit 6,5 und das Ganze dividieren wir durch 2. Dann erhalten wir mit dem Taschenrechner ausgerechnet ein Ergebnis von 14,95 Quadratzentimeter. Der Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks, das hier gegeben ist, beträgt also 14,95 Quadratzentimeter. Wie immer schreiben wir einen Antwortsatz. Der Flächeninhalt, kurz und bündig, beträgt 14,95 Quadratzentimeter. Kommen wir nun zum Umfang. Der Umfang wird bei einem rechtwinkligen Dreieck berechnet, indem wir einfach alle drei Seiten zusammenzählen. A plus B plus C. Auch hier ersetzen wir im zweiten Schritt wieder Buchstaben durch Zahlen. A ist mit 4,6 cm definiert, B mit 6,5 und C mit 7,96. Wenn ich das alles zusammenzähle, bekomme ich als Ergebnis 19,06 cm. Auch dieses Ergebnis markiere ich mit Farbe. Und wir kommen wieder zum Antwortsatz. Der Umfang beträgt 19,06 cm. Schlussendlich fehlt uns noch die Berechnung der Höhe HC. Hier müssen wir die Berechnung mit Hilfe einer sogenannten Umkehraufgabe durchführen. Das heißt, ich schreibe im ersten Schritt die Formel hin. Die lautet für die zweite Flächeninhaltsformel, die lautet C mal HC geteilt durch 2. Dann ersetze ich alle Angaben, die ich kann, und zwar links und rechts, mit Zahlen. Statt groß A, das habe ich ja vorher ausgerechnet, kann ich jetzt hinschreiben 14,95. Den Flächeninhalt haben wir vorher berechnet. C habe ich auch angegeben mit 7,96. HC weiß ich eben nicht, das ist die Unbekannte und dividiert durch 2 schreibe ich wieder dazu. Wir haben hier, jede Formel ist eine Gleichung und Gleichungen lösen wir mit Äquivalenzumformungen. Statt x haben wir halt hier hc. Die Vorgangsweise ist die gleiche. Schlussendlich muss hc wie x sonst alleine stehen. Wie mache ich das? Ich eliminiere dividiert durch 2, indem ich beide Seiten mit 2, mit mal 2 multipliziere. Ich erhalte auf der linken Seite, 29,9 ist gleich 7,96 mal hc. Dividiert durch 2 und mal 2 fällt weg. Das hebt sich auf. Jetzt habe ich HC fast schon alleine. Die nächste und zugleich letzte Äquivalenzumformung besteht darin, dass ich die Zahl, die mit mal HC verbunden ist, wegbekomme, indem ich beide Seiten durch sie dividiere. In diesem Fall dividiert durch 7,96. Wenn ich 29,9 durch 7,96 dividiere, erhalte ich 3,76 und 7,96 mal und dividiert durch 7,96 hebt sich auf der rechten Seite auf. Das heißt, ich habe als Ergebnis HC ist 3,76 cm. Auch hier schreibe ich einen Antwortsatz. Die Höhe HC beträgt 3,76 cm. Damit hätten wir alle drei Fragen beantwortet.
wir haben den Flächeninhalt berechnet, wir haben den Umfang berechnet und schlussendlich haben wir jetzt auch noch die Höhe HC berechnet. Weitere Beispiele zum rechtwinkligen Dreieck findet Sie hier auf der Playlist Mathematik rechtwinkliges Dreieck. Bis bald hier bei einer anderen Aufgabenstellung wieder auf meinem Kanal.